Und das ganze deutsche Volk erwartet mit Freude und Spannung den Beginn der Olympischen Spiele des Jahres 1936 in Berlin. Die Luft schien wie Musik zu schwingen. Ich wollte nicht wieder weg, wollte den ganzen Sommer bleiben. Und auch ein Sommer schien mir viel zu kurz für die fast unerträgliche Freude, die plötzlich in mein Leben eingebrochen war. Die Olympischen Spiele haben begonnen. Etwas von dieser überschwänglichen Zeitstimmung, die Thomas Wolff beschrieben hat, ist in den Filmen über die Olympischen Spiele von Leni Riefenstahl enthalten. Hitler hat von vornherein darauf Wert gelegt, die Olympischen Spiele als eine große Demonstration des nationalsozialistischen Regimes aufzubauen. Und dieser Olympiafrieden, der war eigentlich für uns ziemlich unheimlich. Im Lauf dieser Sommerwochen bemerkte ich plötzlich hinter der Fassade der fröhlichen Festtagsstimmung die Merkmale der Zersetzung. Wie eine ansteckende Krankheit verbreiteten sich Angst, Verfolgung und Unterdrückung und verseuchten das Leben auch der Menschen, die ich kannte und liebte.